Die älteste Kerke von Emsland schon in Bauglostorn. Aber einige Klauschi das meint doch, dass die Möpsken für Bauglostorn-Kerke haben. Aber laut Daimann Broten, wie Bauglostorn, glöwet faste dran, dass hier die älteste Kerke steht. Damals, als diese fotografischen Bilder gemacht wurden mit einer ollen Plattenkamera, göfet in Bauglostorn Pastor, ein Vikar und ein Schallmeister und sieben Jüli. Alle broteten Plattdütsk, so wie ich nu. Und als die Kinder mit Sesse dann in die Schaule kömen, müssen sie die erste Fremdsprache, Hochdütsk, lernen. Von daher ist das anders. Bloß noch einige können platt broten und auch platt verstauen. Und nu will ich auch mal Hochdütsk broten. Die tausendjährige Kirche zu Boglo um 1900. Die alte Schule, erbaut 1863 und bis 1949 als Schulgebäude benutzt. Das Fährhaus Schulte mit dem Fährboot, Kettenpfahl und Eisentau. Der Fährmann Hermann Heinrich Schulte mit seiner Fähre im Jahre 1903. Im Hintergrund die Gaststätte Franz Nieters. Die Dorfstraße um 1900, heute am Kirchberg genannt, zeigt halb verdeckt das 1856 erbaute Pastoratsgebäude, rechts das Haus Schwegerobben, im Hintergrund das Haus Bartels Melisch am Eingange des Friedhofes. Zu dieser Zeit war der Dechant Bernhard Pennemann Pastor von Boglo und Albert Vorwold Vikar. Dieses Bild zeigt fünf Geistliche: Pfarrer Heinrich Übermühlen, Vikar Albert Vorwold, der spätere Erzbischof von Osnabrück Dr. Wilhelm Berning, Pfarrer Heinrich Wekenborg, zuletzt Pfarrer in Großhesepe, und der geistliche Oberlehrer Jütte aus Haselünne. Matthias Marquardt, Lehrer und Küster von Boglo. Und hier mit seiner Familie am 21. Oktober 1935 an seinem 75. Geburtstag und seinem Jubiläum 50 Jahre Lehrer, Küster und Organist in Boglo. Neben dem Jubilar sitzt Frau Katharina Rolfes, unsere langjährige Küsterin. Dechant Pennemann ließ in der Zeit von 1901 bis 1906 die Kirche renovieren. Der Barockaltar, 1735 erbaut von Bildhauer Schröder in Quakenbrück. Und der Katharinenaltar, gestiftet 1678 vom Pastor Everardus Johannes Tensing, wurde als Epiphat an der Nordwand der Kirche angebracht. Sieben Heuerleute hatten die Ländereien der Pfarre gepachtet und betrieben Schafzucht. Die Schafherden wurden im September 1910 abgeschafft und die Schafstelle oberhalb des Bauerngrote im November abgebrochen. Im Schatten der Kirche waren die Heuerhäuser auf Pastoratsgrund erbaut. Dafür wurde alljährlich die sogenannte Maimiete erhoben. Das Haus Schwegerobben wurde 1953 abgerissen und ein neues Haus erbaut. Dicker Kobmeiners, zuletzt bewohnt von der Familie Ossefort und der Küsterin Katharina Rolfes. An dieser Stelle stand die erste Schule von Boglo. Sie wurde, wie auch alle anderen Häuser, im Jahre 1622 von den Mansfeldschen Truppen niedergebrannt.
Heute ist hier der Parkplatz für die Kirchenbesucher. Am Friedhofseingang stand das Haus Bartels Mielisch, zuletzt bewohnt von den Familien Joschko, Tole Abeln und Freriks. Heute ist dort der Parkplatz vor dem Friedhof. Gegenüber stand das Birmannsche Haus, zuletzt genutzt als Gastwirtschaft der Familie Winkler-Augustin. Es wurde vom Maurer und Zimmermann Verkamp 1888 abgerissen. Und aus den Materialien wurde östlich davon die Lehrerwohnung erbaut, zuletzt bewohnt von der Familie Gruber und anschließend als Jugendheim der Kirchengemeinde Maria Königin Lingen benutzt. Auf dem Grundstück wurde ein neues Wohnhaus und Scheune errichtet. Zuletzt bewohnt von der Familie Niemann. Beide Häuser wurden für die Erweiterung der Kirche 1976 abgerissen. Heute steht dort die St. Ludger Kirche. Der Lehrer Matthias Marquardt erbaute sich 1925 dieses Haus. Die Pfarre Boklo verkaufte somit erstmalig ein Hausgrundstück. Die Gaststätte Albers wurde im Jahre 1886 als Gastwirtschaft zum Bienenkorb von Franz Albers eröffnet, mehrfach um- und angebaut und ist heute das Hotel und Gasthaus zum Hasetal. Die Schankwirtschaft Giese um das Jahr 1936. Das Pfarrhaus, das bislang nördlich der Kirche stand, wurde 1652 auf der sogenannten Insel von Pfarrer Everardus Johannes Tensing neu aufgebaut. Er holte auch seine Familie nach Boklo und siedelte sie 1661 im neu erstellten Schürenhause an. Die Gastwirtschaft Nieters am linken Haseufer, zuletzt bewohnt von der Familie Thole, wurde bei der Brückensprengung am 3. April 1945 vollkommen zerstört. Die Fachwerkscheune wurde 1938 zerlegt und hinter dem Wohnhaus Josef Thole an der Römerstraße neu aufgebaut. Das Backhaus, Geschäftshaus Meier und Nieters Saal. Das Geschäftshaus Josef Meier wurde aufgrund des Brückenneubaues im Jahre 1960 abgebrochen. Die Tischlerei Dicker erbaut 1931 und das Wohnhaus der Familie Josef Thole erbaut 1930. In der Tischlerei Dicker war von 1940 bis 1945 der Kindergarten untergebracht. Die letzte Bootsfahrt und die Einweihung der Pennemannbrücke am 17. September 1907. Nun gibt es keine Hase mehr. Versunken ist die Hasefähre. Ein Bild der guten alten Zeit. Bald künden nur noch Sank und Meere von einziger Stromesherrlichkeit. Beim Fährhaus duftet noch der Flieder. Der Brunnenbaum ragt wie zuvor. Doch Jan Bernd steigt nicht mehr hernieder, seitdem er Boot und Brot verlor. Kein Wanderer wartet mehr am Strand, und kein Hallöver hört man schallen. Die Winde auf dem hohen Strand, der Kettenpfahl, sie sind gefallen. Wo einst das Eisentau gezogen, spannt sich der hohe Brückenbogen. Ein Stückchen Heimat ist verschwunden, doch das Getrennte jetzt verbunden. Das ganze Kirchspiel fühlt sich froh, jetzt sind wir eins in Boklo.
Bereits 1788 hatten die Bewohner von Bokle und Helte eine Schäve ohne Zustimmung der Behörde über die Hase gebaut. Gegen diesen Bau traten die Pünktschiffer von Haaren, Kaufleute von Hasselünne, Zollpächter von der Hudener Fähre und Eingesessene von Lehrte, Bückelte, Huden, Klosterholte und Bramha. Diese Fußgängerbrücke musste wieder abgebaut werden. Seit eh und je ist die Brücke und die Hase nicht nur Anziehungspunkt für Kinder, sondern auch für Jugendliche und Erwachsene. Diese Aufnahme aus dem Jahre 1943 zeigt im Hintergrund Nietersaal, umfunktioniert als Gefangenenlager für etwa 80 polnische Kriegsgefangene. Links und rechts der hohe Maschendraht und der Trampelpfad, der zur Hase führt. In der Hase wurde die Wäsche gewaschen und die tägliche Körperpflege durchgeführt. In der Nacht vom 3. auf den 4. April 1945 wurde von der deutschen Wehrmacht die Pennemannbrücke in die Luft gesprengt. Eine kleine Notfußgängerbrücke wurde nördlich der gesprengten Brücke erbaut, die jedoch beim Hochwasser im April 1946 weggespült wurde. Noch im gleichen Jahr wurde die Holzbrücke gebaut. Hierzu wurde aus den Holzbeständen der Gemeinde Boklo, Helte, Techelingen, Dörgen und Lohe 187 Festmeter Eichenstammholz und 16 Festmeter Kiefernstammholz für den Brückenbelag geliefert. In der Übergangszeit wurde für die Personenbeförderung wieder ein Fährbetrieb eingesetzt. Auch diese Brücke war wieder Anziehungspunkt für Jung und Alt. Am 13.10.1894 wurde zwischen Meppen und Hasselünne eine Eisenbahnlinie eröffnet. Boklo hatte zur Bahneröffnung einen Bahnsteig und eine einfache Wartehalle. Dechan Pennemann setzte sich dafür ein, dass Boklo eine Haltestation erhielt. 1907 wurde das Nebengleis, eine Ladestraße und ein einstöckiges Bahnhofsgebäude errichtet. 1914 entstand das Wohnhaus für den Bahnagenten Steinkamp. Nach der Streckenverlegung im Jahre 1954 wurde in Bokloer Feld ein neuer Bahnhof errichtet, das alte Bahnhofsgebäude verkauft und es dient nun als Wohnhaus der Familie Herzog. Heute ist das Gelände überbaut. Nur noch die Straße mit dem Namen am alten Bahnhof erinnert an die Eisenbahn. Die Römerstraße 1936. Und der Straßenbau in Boklo 1937. Vor dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Unter diesem Motto wurde am 8. August 1948 die 1000-jährige Wiederkehr der Konsekration unserer St. Vituskirche gefeiert, verbunden mit einer Glaubenskundgebung der gesamten Jugend des Emslandes.
An der Straßenkreuzung Römerstraße, Stationsweg, wurde um 10 Uhr ein feierliches Pontifikalamt mit unserem Erzbischof Dr. Wilhelm Berning unter Assistenz von Dechan Vorwold Herzlake sowie den Ehrendiakonen Pfarrer Schepers Haslünne, Studienrat Bogwinkel Meppen und den Diakonen Kaplan Ficker Bersenbrück und Kaplan Holzem Boglo gefeiert. Die Festpredigt hielt der Domkapitular Sudendorf. Auf dem Wege zum Festplatz, Sportplatz an der Wekenborg, scheuten die Pferde des Kutschers Franz Otten aus Helte und die Deichsel der Kutsche zerbrach. Der Bischof musste somit den Weg zu Fuß zurücklegen. Pfarrer Franz Diekmann begrüßt den Bischof und die Gäste. Pfarrer Franz Diekmann, Erzbischof Dr. Wilhelm Berning und Kaplan Vinzenz Holzen. Junge Frauen tragen ein Gedicht vor, bevor ein Sturm und Regen der Feier ein vorzeitiges Ende bereiten. Circa 6000 Gäste aus dem gesamten Emslande waren zu dieser Feier gekommen. Am Sonntag nach dieser 1000-Jahr-Feier wurde die seit alters her bekannte Bogloer Kirmes gefeiert. Auch wenn heute diese Feier nicht mehr stattfindet, bleiben die Namen der Schausteller Wiebens, Noack, Lübkes, den älteren Bogloern in guter Erinnerung. Alte Wege in Boglo. Der Stationsweg nach Meppen. Der Apeldoorner Kirchweg.